Oh, einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Wunsch und ich kommentiere heute für euch Super Metroid Multi-Category Tournament. Wir sind bereits in Woche 5 und der Modus für heute ist Major, Minor, Full Area. Wir sehen Skipsy gegen Skarsnik. Skipsy sollte man kennen. So, Major, Minor bedeutet nichts anderes wie alle Items, die wir brauchen, um das Spiel zu beenden, liegen auf ihrer Original-Location, aber vertauscht. Also wir finden kein Beam auf einem Miner-Check. Ich glaube, das sollte soweit eigentlich verständlich sein. Verglichen mit Link to the Past zum Beispiel ist, ihr findet die Items nur in Big Chests und nicht irgendwo in einer Map-Chest. Als Beispiel. Oh, geht's auch schon los? So, anfangs Standard Route, Paul und Down Richtung Morphball. Der Morphball liegt immer auf der Original Location. Garsnik hier ein bisschen eingerostet auf dem Schiff. Ich hoffe, nichts Schlimmes. Es gibt sie schon richtig unter Pressluft hier. Sehr schöne Pitless von ihm. So, was man da haben will, also was man auf jeden Fall nicht haben will, ist, dass man da in die Pits fällt. Das ist aber nur ein kleiner Time Loss. Aber gerade als Speedrunner will man die nicht sehen. Ich hoffe, es gar nichts startet euch auch noch. Oh, sehr interessant. Speedbooster auf dem Morphball. Ich wusste gar nicht, dass das der Fall sein kann. Ich dachte, der Morphball, er müsste jetzt hier hinten auf dem Ceiling-E-Tank dann sein. Okay, interessant. Hatte ich so noch nie. Bisschen speziell zu dem Ganzen ist noch die Full Area. Das heißt, die Areas sind untereinander geschaffelt. Das heißt, nicht jede Door Transition führt irgendwo ins Nirgendwo. Nur die jeweiligen Transitions, die zu einer anderen Area führen, sind untereinander geschaffelt. So ist Skarsnik jetzt auch angekommen hier im Parlon. Es sieht so aus, als hätten wir hier einen Speedbooster-Start. Was auf jeden Fall sehr interessant ist. Sehr gut auch die Powerbomben early zu finden. Hinter den Powerbomben ist ziemlich viel gelockt. Vor allem direkt, wenn man keine Morphbomben hat, will man die auf jeden Fall haben. Skipsy checkt auch direkt Billy Mays, da er die Powerbomben bekommen hat. Mit dem Wissen, dass da auf jeden Fall keine Majors sind, kann er hier doch für Miners gehen und Missiles und vielleicht noch ein anderes Powerbomben-Pack mitnehmen. Oh, hey, Rahlen. Einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Technik arbeiten, aber gut, jetzt läuft alles. Sehr schön. Jo, wir haben Morphball, Speedbooster, bereits Missiles, Supers und Powerbomben gefunden. Also wir sind ready to go. Sehr schöner Start, definitiv. Hast nicht leichte Probleme, Morph aus der Decke zu kommen, Decke zu bekommen. Könntest theoretisch hier mit Speed Booster versuchen. Ansonsten für den Schaden mit dem Damage Boost. Nicht ganz einfach. Muss man sich ein, zwei Mal reinfummeln, bis der Bildschirm klappt. Ja, liegt auch ein bisschen daran, dass die Damage Boost Mechanik in Super Metroid ein bisschen komisch, also nicht komisch, aber kompliziert ist. Man kann sich da auf verschiedene Wege boosten sozusagen. Und wenn man, also man kann da nicht einfach nur in den Gegner reinspringen.
muss ja auch noch gewisse Inputs geben. Oder eben nicht. Sprung gedrückt halten. Manchmal sehr friemelig die ganze Angelegenheit da an. Im Ceiling E-Tank. Tausendmal gemacht und dann funktioniert es doch wieder nicht. Hier sehen wir jetzt auf Skipsy-Seite dann auch schon direkt den Area Randomizer unten. Der Ausgang aus der Meme Road führt am oberen Ende des Red Towers. Ganz nett zu sehen. Keine direkte Major Location hier, das heißt, hier gibt es höchstens ein bisschen Ammo abzugreifen, aber ja, supers. Definitiv nett zu finden. Ein paar Extreme Styles am Anfang können auch nicht schaden. Red Tower hat insgesamt zwei Majors. Einmal auf dem X-Ray und einmal auf dem Spacer. Wobei ich denke, dass wir hier kein Early X-Ray sehen. Das ist doch sehr tricky, an das Item ranzukommen mit dieser Ausstattung, die wir gerade besitzen. Das heißt, es gibt hier schon mal ein Safe. Red Tower auf jeden Fall definitiv nett zu finden früh, weil nicht viele Majors, aber sehr viele Ein- und Ausgänge. Also sehr viele Area-Übergänge, das heißt, quasi so unsere eine größere Zentrale, von der wir jetzt all die anderen Areas eventuell finden könnten oder auch nicht. Schauen wir mal. Skarsnik entscheidet sich nicht für die Meme Road. Erstmal wieder zurück zum Surface. Da können wir auch direkt mit Speed Booster und Powerbomben Ausgänge checken. Das gibt sie, hat hier auf jeden Fall einen ganz wichtigen gefunden. Tyrion. Am oberen Ende des Red Towers. Können wir jetzt noch nicht viel mit anfangen, aber ganz am Ende werden wir hier dann wieder zurückkehren müssen. Und ist auf jeden Fall schon mal ganz nett, auf jeden Fall so früh zu wissen, wo Tyrion ist, denn gibt nur einen Eingang in das Gebiet. Und ja, manchmal, wenn halt ein Gebiet oder wenn der Eingang sehr, sehr fies versteckt ist, kann das sehr nervig werden. Oh, bringt dir dann auch nichts, wenn du in Go-Mode bist und alle Bosse getötet hast und nicht weißt, wo du hin musst. Exakt. So, hier sind wir im Red Tower, den nächsten Ausgang. Oh, Warehouse. Zeit. Oh, kann man direkt mitnehmen, jo. Genau. Diese Woche kein Boss-Shuffle an, das heißt, wir wissen, dass Crate hier ist. Und ja, früher Crate gibt ein extra Major oder zwei. Kann man mitnehmen. Ja, und Crate genauso, auch nur einen einzigen Eingang in das Gebiet. Also, ja, auch da kann man sich manchmal echt tot suchen, bis man den findet. Ja, sehr schön, den früh zu haben. Ist ein einfacher Boss, den man eigentlich basically mit jeder Ausrüstung spielen kann. Braucht ein paar Missiles. Wenn man ein paar Supers hat, noch besser. Man braucht keine Suits, man braucht, ja. Kann man rein, abschließen, vergessen und die Reise geht weiter. Es gibt sie probiert hier das Setup mit den Morphbomben, realisiert aber, dass er gar keine Morphbomben hat. Muss er sich da Freestyler aufs Pixel stellen? Na, schauen wir mal. Quickel wäre natürlich ganz nett, wenn man bekommt. Er ist super leider aufs Horn und nicht in die Schnauze. Das heißt, ja. Einmal ein wenig tanzen mit Crate. Oh, ja. Es ist natürlich dann immer furchtbar nervig, wenn Crate dann genau die Kralle hochnimmt, wenn den Mund aufmacht. Aber ja. Nochmal zwei Supers, Crate down. Oh, schauen wir mal, was wir denn hier für einen Major haben. X-Ray. Ja. Bringt uns eigentlich gerade noch nichts. Genau, man nimmt's mit, aber so richtig froh ist man drüber erstmal nicht. Skarsnik versucht sich hier an einem Delayed Wall Jump, damit man oben das Gauntlet checken kann. Und finde ich sehr mutig, mit einem E-Tank und einem Reserve da nur mit Powerbomben reinzugehen. Man muss jetzt sicherlich langsam spielen, weil die Acid macht doch einiges an Damage. Die killt dich sehr schnell. Ohne Varia. Da muss man schon
seine Füße doch relativ trocken halten. Ne? Man kann vielleicht ein oder zwei Zehen reintunken, aber viel mehr auch nicht. Oh, und ja, du willst nicht von einem Yapping Maw gegriffen werden. Vanilla E-Tank? Nimmt man gerne mit. Wir brauchen mindestens drei, um am Ende den Rainbow Beam zu überleben. Vorausgesetzt, wir finden beide Suits. Und ich finde es auch immer sehr wichtig, am Anfang, wenn man das ganze Layout noch nicht kennt und nicht weiß, ob Hellruns irgendwie hier in Logic kommen, muss man doch einfach alles an Energy mitnehmen, was man mitnehmen kann, bis man wirklich einen Plan vor Augen hat. Und ja, Skarsnik hat es einmal oder hat es bis zum Item geschafft im Gauntlet, aber. Ja, man hat es gesehen, die Acid hat Skarsnik sehr schnell dann doch gefinisht, kam am Ende nicht mehr raus. Oh ja, ein wenig Plasma zu unserem X-Ray, das macht das Ganze doch schon mal sehr viel angenehmer. Und was lag im Gauntlet? Ich hab's gerade. Ich hab nicht drauf geachtet, aber. Wir werden es gleich sehen. Ich meine, ein Item aufgeblinkt zu haben. Entweder waren es die normalen Bomben oder es war Spring Ball. Irgendwas, eins von den beiden. Geht nochmal hin. Also ich würde sagen, Spring Ball ist es dann wohl eher nicht. Skipsy checkt hier jetzt die weiteren Ausgänge im Red Tower. Einmal haben wir das hintere Ende von Wrecked Chip gesehen. Da kommt er jedoch jetzt ohne Ice, ohne Gravity, ohne High Jump, ohne Spring Ball nicht durch. Das ist Law and Offer. Gut zu wissen, aber noch nicht für jetzt. Doch, Spring Ball. Okay. Okay, Skipsy geht hier jetzt, er checkt die Tube. Die ist eigentlich nicht in Logic ohne High Jump Boots. Jedoch kann man sie mit so einem Gravity Jump einmal checken. Er wird hier aber nie wieder hochkommen. Und das ist Upper Norfair. Die Norfair-Eingänge hier unten. Ist auf jeden Fall eine nette Info zu haben, aber jetzt erstmal noch nichts, so Skipsy jetzt großartig viel mit anfangen könnte. Für die Hellruns, für Upper Norfair fehlt, glaube ich, noch ein E-Tank und ich weiß nicht, wie vertraut Skipsy mit den. Skarsnik fällt da ein zweites Mal zu weit in die Acid und ja, man steht da leider auf diesen kleinen Säulen nicht sicher. Da wird man dann doch noch getroffen und das reicht wieder nicht. Sehr knapp. Und, ich denke, Skarsnik sagt sich jetzt, nochmal muss nicht sein. Oder doch? Okay. Er will das Item haben, was er gesehen hat. Sie werden dessen den Red Tower wieder ganz hoch, hier auch schön. Item an. Skipsy will zurück nach Criteria und die weiteren Eingänge checken, da er jetzt gesehen hat, dass da unten nicht weitergeht. Ja. Hat alles getan, was er hätte tun können. Crate getötet. Eingänge gecheckt. Muss jetzt hier natürlich mit den großen Zeithoppern ein bisschen aufpassen. Man kriegt die Iframes aus der Tür raus, aber die machen halt trotzdem 80 Damage pro Hit. Plasma hilft. Das Gute in Full Area ist, wenn ihr unerwartet da reinkommt, kriegt ihr doch wenigstens ein paar Iframes mit für die Transition. Das heißt, der Sidehopper springt euch nicht direkt ins Gesicht und trifft euch, aber bleibt trotzdem nicht viel Zeit, um da zu reagieren und die zu töten. Hat jetzt ohne Suits, Low Energy. Gar nicht nett, an denen vorbeizukommen. Auf gar keinen Fall. Skipsy räumt jetzt hier auch ein bisschen Criteria auf. Jetzt im Gauntlet, wenn er sich entscheidet, dann hochzugehen, also ein bisschen leichter haben.
wobei eigentlich auch nicht viel. Er hat den einen extra E-Tank, aber dafür nicht den Reserve. Wo ich mir durchaus vorstellen könnte, dass er den. Ja, ob. Also er könnte ihn checken, er muss ihn nicht mitnehmen. Auf dem. Bei dem Bomb-Torizo. So, das Ding ist bei Skarsnik an seiner Stelle. Er erreicht das Item. Er müsste nicht weiter durchs Gauntlet gehen. Es sind noch zwei weitere Minors im Back of Gauntlet. Er könnte auch wieder umdrehen. Ja. Umdrehen ist aber auch jetzt nicht extrem leicht. Da muss man immer noch ein bisschen aufpassen. Und Skarsnik nimmt halt auf dem Weg hin schon immer ordentlich Damage. Man könnte sich hier vielleicht überlegen, einfach den Yapping Mo mit einer Super zu töten, damit der nicht nervt. Sie checkt den Bomb Torizo, mal schauen, ob der den Reserve Tank mitnimmt. Würde man in der Regel vielleicht versuchen zu vermeiden, aber so früh mit auch so wenig Health wie Hell Runs sollte man eigentlich auch Reserve Tanks nicht unbedingt dienen lassen. Noch mit 30 HP vielleicht die Reserve, den Reserve Tag manuell einschalten. Das ist immer so ein Ding, wenn die Reserve Tanks automatisch triggern. In der Zeit, man hat keine Kontrolle über Samus, solange die Reserves am Triggern sind. Und man hat zusätzlich auch keine Iframes. Das heißt, man kassiert dann während dem Reserve immerhin weiter Schaden. Darum hier auch jetzt ein manueller Pull von Skarsnik. Und geschafft. Aha, Moment, da ist noch ein bisschen Acid und ein Gegner, der kommen kann. Oh, das war knapper, als es hätte sein müssen. Jetzt natürlich auch die unterste Reihe direkt weggemacht. Oh. Doppelt ärgerlich. Kriegt Supers, aber verpasst die zweiten Supers. Ah, wichtig da, dass man sich in der Mitte positioniert, damit man beide Items abgreifen kann. Okay. Bisschen unlucky auf die linke Seite gerutscht. Ja, man kann oben, wenn man da die Blöcke wegschießt, darauf achten, dass man die unterste Reihe nicht direkt wegschießt, wenn man ein bisschen sicher gehen will, dass man sich halt erst in der Mitte positionieren kann und dann unter sich den Boden wegschießt, in die Crumble-Blocks. Wenn man wirklich beide haben will. Oh ja, immerhin Refill unten. E-Tank im Terminator. Room. Gipsy arbeitet sich jetzt auch das Gauntlet. Es ist Major da, das will man haben. Springball vielleicht nicht unbedingt. Aber man weiß nicht, ob man es brauchen wird. Man nimmt hier den Damage Boost, um durchzukommen. Ja, wenn man weiß, was man tut, kann man definitiv machen. Ja, es gibt, sieht auch hier Doppelsupers. Nimmt man mit. Am Ende wissen wir halt nicht, wo Charge ist und offenbar haben wir das Wrecked Chip hier unten. Linken Ende von Criteria. Ich glaube im Turian-Eingang. Ja. Also ja, wir haben bis auf Meridia eigentlich schon fast alles, was wir brauchen. Das Ding ist halt, Wrecked Chip ist, kann man keine Items checken oder aufnehmen. Solange der Phantom nicht tot ist und gerade jetzt tot ist, Jutes mit einem E-Tank und einem Reserve, willst du da halt irgendwie auch nicht hin. Ja, was immerhin meines Wissens nach in Area Rando funktioniert, ist die Safe Station im Wreckchip selbst ist aktiv, auch ohne Strom. Korrekt, genau. Das macht das Ganze zumindest ein bisschen angenehmer in der Hinsicht, dass du nicht erst Ewigkeiten wieder hinlaufen musst. Und die da direkt safe nehmen kann. So, wir haben den anderen Eingang von Lower Norfair gehabt, also. Ja.
Lower Norfair, beide Eingänge. Wir haben den Eingang zu Wrecked Ship. Wir haben einen Eingang zu Upper Norfair. Es fehlt eigentlich wirklich nur noch Meridia und ja, unsere Suits vor allem. Und Green Brinster. Ja gut, aber ja, technisch gesehen, wenn da jetzt nicht irgendein Item ist, das wir bräuchten, dann müssen wir da gar nicht erst hin. Ne? Das stimmt. Ja, scheint so, dass wir jetzt... dass der Weg to go eigentlich jetzt wirklich Wrecked Ship sein wird. Und ich würde jetzt tendieren, dass wir da Varia finden müssten. Oder weitere E-Tanks. Ansonsten sind wir hier ein bisschen stuck. Ja, ich kenne mich mit der Hellrun-Logik nicht allzu gut aus. Ich weiß nicht genau, wie viele E-Tanks wir brauchen von den speziell für den Upper North Hellrun, den wir gesehen haben, bis deren Logik ist. Ich meine irgendwie die, sowas um die 5. Ja, aber da wir jetzt Speedbooster haben und unten den Frogway nehmen können, wird die Logik da ein bisschen umgangen und wir sind dann nur noch bei 4. Um an 2 von 3 Items zu kommen. Okay. Ja gut, bisher haben wir aber deren nur 3. 2 E-Tanks, 1 Reserve, also noch nicht in Logik. Wir werden auf jeden Fall irgendwas hier im Wrecked Ship wahrscheinlich finden müssen. Dann schauen wir mal, wie sich Skipsy bei Phantom anstellt. Ja, verpasst hier den Doppler so ein bisschen. Wäre natürlich jetzt ultra angenehm, schon irgendwo Charge bekommen zu haben. No, Charge, Plasma, X-Ray, das ist one round for free. So knapp dran, aber eben dann doch nicht ganz. Man sieht hier, es gibt die Kenti-Patterns von Phantom, er weiß, wo er stehen muss. Da auch zumindest den einen oder anderen hat auch da rangekommen, hat gut mitgezählt und ist super zum Abschluss. Phantom down, keine großen Probleme. Sehr schön gemacht von Skipsy. So, dann sehen wir hier in Criteria auf Skarsniks Seite noch eine Transition, die wir, glaube ich, noch nicht gesehen haben, und das ist West Meridia, das Crap Hole. Da kommen wir aber auch nicht weiter. Da Springball, ein Anfang, aber ohne High Jumps doch nicht. Okay. Die Right Side Supers sind für Major Minor Split als Major deklariert, auch wenn sie es ursprünglich nicht wären. Ich denke jetzt auch, Skipsy wird hier... Oh, da ist der Judge. Na, hätte man den nicht früher haben können. Ne? Aber gut, das löst natürlich schon mal ganz viele große Fragen. Charge Plasma, so bekämpft man doch sämtliche Bosse ganz gern. Wir haben Microwave für Dragon. Also Bosse, da haben wir keine großen Sorgen mit. 25 Supers für Ridley schon. Und können jetzt natürlich auch ganz viele Miners einfach liegen lassen. Jo. Wir brauchen keine Munition mehr, wir sind good to go. Ich denke auch ohne Eis wird das bereits schon reichen. Sollte es definitiv. Dann schaut jetzt Gipsy nach Movement-Items. Will High-Jump-Boots haben, vielleicht ein Space-Jump. Unsere Suits wären natürlich sehr vorausgesetzt. Aber er kann jetzt eigentlich hier straight auf Major-Checks gehen und alles Minor-mäßiges ignorieren. Außer er sagt sich, er will jetzt vielleicht noch eine Super-Pack, damit er auf 30 aufrunden kann für Ridley und Konsorte. Ja gut, vielleicht noch ein extra Missile-Pack. High-Jump-Boots, nettes Mobility-Item. Ja, also vielleicht noch ein Missile-Pack für den einen oder anderen extra Crystal Flash, also dann vielleicht auch noch ein extra Powerbomben-Pack. Also so ein bisschen so, ja, Safety, so ein bisschen Convenience Miners vielleicht noch mitnehmen, wenn sie dann direkt am Wegesrand liegen, aber jetzt extra aus Umwege eingehen, extra Door Transitions nehmen, nur für Miners. Sollte Skipsy jetzt eigentlich nicht mehr nötig haben.
Gipsy checkt den hinteren Ausgang von Rackchip auch nicht. Er hat den bereits gesehen, er weiß, wohin es geht. Er muss da nicht extra hinlaufen. Ja. Das Ding ist, er weiß wahrscheinlich, auf was es hinauslaufen wird. Wir haben High Jump Boots, wir haben Springball. Wir werden wahrscheinlich jetzt was Unterwassermäßiges sehen müssen, ohne Gravity. Noch nicht ganz klar, doch gute Indizien, Springball, High Jump Boots. Dass es jetzt vielleicht doch in Meridia weitergeht. Ja gut, wir haben noch einen Major hier. Das ist korrekt. Willst dich auch holen. Sind es nicht sogar zwei Majors? Jetzt noch die Vanilla Gravity Location. Der Reserve Tank zählt nicht, oder wie? Doch, korrekt. Ja, wir haben ja Speed. Ja. Gibt's geht checken. Stimmt, da war noch was. Etwas zu früh. Und das ist ein E-Tank. Den wird Skipsy wohl. Ah! Ich meine, der Skip kann gefährlich werden. Wir wissen noch nicht, was in Norfair passieren wird. Genau. Wenn also wir Varia bekommen, wenn wir ihn nicht bekommen, brauchen wir die E-Tanks für die Hellruns. Ja. Er ist nicht so ewig weit weg. Und ja, mit der Aussicht auf Hellruns. Vielleicht wirfst du erst einen Blick auf das Gravity-Item. Du kannst ja dann immer noch wieder aus der Tür raus, wenn du wirklich willst. Aber doch, eigentlich müsste man den hier noch mitnehmen, wenn man sich nicht extrem sicher ist. Sein Hellruns. Ja, schauen wir mal. Dieser Raum hier auch immer super scary. Das sind Strong Spikes, machen ohne Suit 60 Schaden. Sehr schön, jetzt hier in zwei Sprüngen durchgekommen. Ja, High Jump Boots mit Speed hilft definitiv. Auf jeden Fall. Ein bisschen durchzukommen. Sieht so aus, als gibt's hier wilde E-Tank. Ja. Wir haben halt noch so wenig Health, kein Varian. Und die Aussicht auf Hellruns, da. Definitiv nicht verkehrt. Ne? Ein paar extra Missiles könnte man unter durchtauchen, wenn man will, aber mit auch erst 15 einfach noch mitnehmen. Es ist ein extra Crystal Flash, den wir dann mit dem nächsten Powerbomb Pack zur Verfügung hätten. Wenn man wirklich wollte. Krasnik jetzt hier ein bisschen am Health-Farm, Powerbomben-Farm. Passen. Gegner machen doch auch immer noch ein bisschen Schaden. Und noch ein E-Tank, ja. Also ich glaube jetzt 4 E-Tanks, ein Reserve. Ich glaube, Skipsy weiß, was das bedeuten soll. Jetzt sind die Zeichen relativ eindeutig. Na gut, an der Stelle, was machst du jetzt? Du hast einerseits hast du genügend Energy für Hellruns und du hast andererseits auch die High Jump Boots mit dem Springball. Also entweder spielst du jetzt halt Suitless Norfair oder Suitless Meridia. Für was entscheidet man sich hier? Also dadurch, dass es, glaube ich, West Meridia war, was wir nur gesehen hatten, den einen Eingang, wir wenn dann nur East Meridia finden wollen. Aber Norfair hat auch noch eine ordentliche Menge Ausgänge, die leichter zu erreichenden Majors, würde ich zumindest sagen, als komplett Unerfahrener. Also wie sicher lukrativer von beiden. Nach Norfair hat mehr Ausgänge, mehr Items. Meridia ist langsam ohne Gravity, hat weniger Items. Und dadurch, dass wir jetzt halt eben auf einer Menge Majors halt dann doch 4E und einen Reserve Tank gefunden haben, deutet es doch schon sehr darauf hin, dass man vielleicht Hellruns in Angriff nehmen sollte. Skipsy checkt dann hier noch den einen letzten Eingang, den er noch nicht gecheckt hatte.
innerhalb von Skarsnack ja, glaube ich, schon gesehen. Entscheidet sich hier für ein Fly. Green. Hat das Skarsnack nicht gecheckt. Ja, gut, dann, dann gehst du zumindest mal kurz checken, was denn hier vielleicht so Nettes liegt. Es sind ja auch noch zwei weitere Ausgänge. Oder zwei weitere Area Transitions, die du hier erreichen kannst. Und vier Majors, die wir mitnehmen dürfen. Kurzer Blick in die Area. Das ist ein weiterer Upper Norfair-Eingang. Das ist eigentlich relativ praktisch, wenn man das eh schon in Angriff nehmen wollte, mehr oder weniger. Ah, Green Brin hat hier auch gerade so ein bisschen die vorerst mal die Anspannung ein bisschen rausgenommen. Man hat jetzt hier vier Items, die man checken kann. Aber natürlich sind es natürlich weitere E-Tanks. Weil Green Brinster eine der ersten Areas, die man auch Vanilla betritt. Also das heißt, die Gegner machen nicht ganz so viel Schaden und boah, es ist gerade erstmal schön, sich hier drin zu bewegen. Skarsnack hat Crate gefunden, besiegt und X-Ray Scope eingesammelt. Na, natürlich ein weiterer E-Tank. Der ist sogar ziemlich Vanilla, glaube ich. Dieser sieht schon wieder. Also, jetzt haben wir inzwischen auch genug Health, um ohne Varia Suit. Oder Gravity, den Rainbow Beam zu überleben. Von daher, ja. Health jetzt nicht mehr so wirklich unsere Sorge. Außer vielleicht für Lower Norfair. Nimm die. Du willst die. Gut. Wollte gerade sagen. An der Stelle, wo man halt noch kein Varia hat, will man halt einfach auch die Munition nur einsammeln, um diese extra Crystal Flashes zu haben, um sich wieder regenerieren zu können. Jo. Sehr schöner Wavegate-Skip hier. Für die normalen Bomben. Das heißt, ja. Übrigens hier. Auch ohne Wave, ohne Wavebeam in Logic dieser Check. Ist zwar ein Wavegate, das heißt, nur mit dem Wavebeam können wir das Gate da aufschießen von der anderen Seite. Durch diese, ich sag's mal, Kameramanipulationen sind wir auch fähig, dieses Gate mit einer Supermissile aufzuschießen und auch das in Logic. Also kann required sein, dass man das tun muss. Skepti zeigt hier ein schön gutes Movement. Moonfall runter hier. Zum Wavebeam. Na gut, ja, dann hätte man auch den Wavegate-Skip nicht unbedingt machen müssen. Kann man natürlich auch nicht vorher ahnen. Ja, und jetzt Wave Plasma Charge. Munition brauchst du nicht mehr. Also, das ist hier nun wirklich extrem angenehm, was du hier bekommst. Ne? Das Einzige, was du wirklich noch für Convenience bekommen könntest, wäre Ice Beam. Und wirklich für Vollbeam-Kombo, dass man auch die Metroids nicht mehr mit... Oh. Ja, da zeigt sich, warum X-Ray immer noch nicht so unbedingt das beliebteste Item ist, wenn man es dabei hat, weil... Es kann einen doch mitten, oder wenn man es schlecht anwählt, dann einfach mal mitten auf der Stelle stehen lassen. Hier die Miners nur Missiles nicht weiter interessiert. Was Screw Attack? Macht natürlich das Movement in Lower Norfair nochmal viel angenehmer, da man jetzt nicht mehr großartig Angst vor den Keyhuntern haben muss. Eines der mächtigsten Items in dem Spiel, würde ich jetzt behaupten. Bringt uns zwar nix in Logic,
Macht uns nichts auf, wir brauchen das nicht. Aber doch, also so viel Damage wie Screw Attack macht halt einfach gar nichts und macht das Movement und, wie du gesagt hast, Lower Norfair super angenehm. Jetzt einen kurzen Blick hier rein in die Transition. Das ist... Ach nein, die kommt ja noch, Transition. Okay, das ist auch West Meridia? Korrekt. Top right, West Meridia. Wer bereits in Logic, also mit High Jump Boots und Springball Jump, wäre es ihm möglich, darauf zu kommen? Die Majors da sind aber relativ wenige. Das ist, glaube ich, nur Mama Turtle. West Meridia haben wir einmal Left Sandpit, was aber super ekelhaft ist, um ranzukommen. Wäre aber, ich glaube, bereits in Logic ohne Gravity. Ich kenne die Requirements gerade nicht fürs Left Sandpit. Und was du gesagt hast, Mama Turtle. Gibt's würden wir aber in Logic auch noch nicht rankommen. Das ist vielleicht auch der Grund, warum sich Skipsy gesagt hat, nee, ich weiß, dass ich da reinkomme und ich weiß, was sich erwartet und dass es nicht in Logic ist, darum drehe ich um. Ja. Man könnte es machen, Skipsys Position, wenn man wirklich wollte, aber mit dem Wissen, dass einfach Upper Norfair hier direkt um die Ecke ist, gibt es eigentlich auch nicht wirklich viel Grund, sich da abzukämpfen. Was hast du hier? Wave Beam, Speed Booster. Wenn du alle mitnehmen kannst. High Jump. Den Reserve. Also eine Menge, was hier ist. Was extrem viel hilft. Und, Garsnik entscheidet sich jetzt hier, Rackchip von hinten zu spielen. Ich weiß nicht, ob das mit diesem Equipment machbar ist. Ohne High Jump mit Springball only. Ich glaube nicht. Ich kann es dir nicht sagen. Also ohne Springball ging es auf gar keinen Fall. Ich weiß nicht, wie gut mit Springball Jumps du es können müsstest. In Theorie könnte es vielleicht gehen, wenn du in der Lage bist, Doppel-Springball-Jumps zu machen. Da war es das Ganze ja etwas einfacher. Aber ich kenne mich da halt auch null aus. Ich glaube, ohne High-Jump-Boots sind wir da... Also er kommt jetzt weder vor noch zurück. Jetzt hoffen wir mal, dass er irgendwo gespeichert hat und keine Progression verliert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, er ist jetzt softlocked. Ja gut, zumindest auch in Area Rando hat man, du meinst jetzt noch die Möglichkeit, seine letzten drei Saves anzuwählen. Korrekt. Damit man eben solche Softlocks eben vermeidet. So, genau, da sollte Skarsnik die Option zu haben. Die sogenannten Roll Saves. Normalerweise haben wir nur eine Save-File. Wenn wir jetzt dreimal gespeichert haben, sind die drei Saves separat und das heißt, wir können den letzten und vor- und vorvorletzten separat dann wählen. Wobei man aber pro Station, also das heißt, wenn wir jetzt zweimal auf dem Schiff speichern würden, würde das keinen Roll ergeben. Also das heißt, wenn wir jetzt beim Schiff speichern, irgendwas holen und wieder beim Schiff speichern, haben wir dann die Save-File ohne das Item, was wir geholt haben, nicht mehr. Das sind drei Save-Files für drei verschiedene Stationen. Sobald wir an der gleichen Station wieder speichern, wird die dann überschrieben. Auch ziemlich, da kann man doch durchaus auch was reißen in Rando, würde ich jetzt sagen. Dass man sich, wenn man da mit diesen Saves ein bisschen spielt und arbeitet, kann man gut eins scouten und sagen so, yo, ich gehe jetzt mal dahin, guck, was da rumliegt, guck mir die Transitions an und resette nachher einfach meine Konsole und starte wieder von da. Ich habe zwar keine Progression mitgenommen, aber ganz viel Infos über den Seed und kann sich so das ganze Backtracken natürlich auch sparen. Apropos
ganz viel Progression eingesammelt. Das ist das, was Skipsy definitiv nicht getan hat, bisher hier in Upper Norfair. Eine Menge E-Tanks, aber ja, hilfreich. Weder der Norfair Reserve noch Speed Booster. Schauen wir mal, ob Wave Beam was für uns hat. Wäre hier noch die Lower Norfair Transition, die man auch noch checken könnte. Für East Meridia fehlt uns ja immer noch. Aber ob man das jetzt im Hellrun unbedingt checken will, ist eine andere Frage. Runterfallen hier nicht so ganz angenehm. Es gibt, kommt da wieder rauf. High Jump Boot, Speed Booster machen das dann doch sehr schön machbar. Gerade in diesen Hellruns, jeder Movement-Fehler ist Doppelschmerz. Und wer wäre überrascht, wenn es nicht ein E-Tank wäre? Meine Güte. Ja, warum sollte man Angst vor Hellruns haben, wenn am Ende doch jedes Mal wieder die ganzen Free Refills da sind? Ja, könnte man jetzt tatsächlich auch, wenn man wollte, vielleicht sogar die Transition hier rechts einmal auschecken gehen. Jo, das ist auch... Also die Croc Transition unten links und die Lower Norfair Escape Transition, die du gesagt hast, die rechts. Das sind zwei, die wir noch nicht gesehen haben. Ich denke aber, es gibt sie jetzt erstmal vorrangig noch an dem High Jump Boots Item interessiert. Letzte Major hier in der Area, die wir noch nicht gecheckt haben. Außerdem ist da drüben ja auch, glaube ich, noch eine Transition. Ein Business Center. Die auf uns wartet. Ah, Speed Booster, richtig angenehm hier auch, um ins Business Center zu gelangen. Ansonsten müssen wir Hellrun durch Cathedral machen. Das ist doch ein bisschen, naja. Genügend E-Tank auf jeden Fall. Und wir haben ja auch noch Ice Beam hier tatsächlich. Ja. Ja, Spacer, ja, brauchen wollen niemand. Wir nicht haben. Wir haben Plasma. Das ist alles, was wir brauchen. Sie nimmt nochmal extra Salz mit hier auf dem Weg. Kasnik arbeitet hier immer noch an diesem Red Chip Access. Dummerweise wissen wir, dass der Vordereingang ebenso in Criteria ist. Und da wird er sich, wenn er das dann realisiert, im späteren Verlauf vom Seed sicher ärgern. Oh, was haben wir auf Ice Beam? Ich frag gar nicht, ist okay. Upper Norfair, all E-Tanks? Ach, drollig. Ah. Naja. Ach, Skipsy? Okay, geht nicht runter. Wäre auf jeden Fall eine Option, hier mit dem Speed Booster auch direkt zu Croc zu gehen. Die Transition zu checken, gucken, was sich da verbirgt. Er hat aber hier oben die Transition noch nicht gecheckt und die braucht wieder keinen Hellrun, von dem er dann nicht mehr zurückkommt. Von daher, erst den zu machen, ist definitiv sinnvoll. Und wir haben hier ja noch zwei Transitions tatsächlich. Oh, das ist auch West Meridia. Dann bleibt eigentlich nicht mehr viel. Nee. Da haben wir noch, was du gesagt hast vorhin, Upper Norfair haben wir auf jeden Fall noch zwei Transitions, die wir nicht kennen. Und das hier ist das Aqueduct, das ist East Meridia. Das ist das, wo wir hin wollen schlussendlich für Dragon. Sie speichert hier auch erstmal. Ja, zu Recht ist es nicht schlecht hier. Auch mit diesen Sandpits ohne Gravity. Oh, er geht für einen Gary Climb. Interessant, interessant. Snail Climb. Definitiv ein Weg, um hier auch ohne Gravity hochzukommen.
Ich glaube, er muss dann auch einen Crystal Flash Clip machen zu Botfungen. Ja, und der ist tatsächlich ziemlich schwierig. Also entweder wir hätten Eis, um uns mit den Metroids, heißen die, Mogtroids, ja, durch die Decke zu klippen. Doch jetzt ohne Gravity einen Crystal Flash Clip anzusetzen, welcher Frame Perfect ist. Sehe das Gipsy nicht so wirklich drin. Also den, das macht man nicht einfach mal so. Ist auf jeden Fall eine Aufgabe, die sich Skipsy hier gestellt hat. Also es geht, das auf jeden Fall. Aber es ist nicht unbedingt ganz simpel. Er würde zumindest bis zum Botwoon E-Tank kommen, aber danach ist eh Ende. Ohne Eis, ohne Grapple. Ich bin gespannt. Der Snail-Climb sieht jetzt recht gut aus. Kommt er schon oben an? Der gute Gary bringt dich immer in den ersten Stock. Ah, da realisiert er, glaube ich, auch. No, nix für mich. Na gut, das ist halt der Weg wieder raus, den er dadurch, dass er gesaved hat, jetzt auch nehmen muss. Er hätte zumindest noch die Option gehabt, das Left Sandpit zu checken. Ja, vielleicht wollte er auch hier einfach oben den Safe einfach haben, um dann hier jetzt eben Westbury zu checken und gucken, ob ihr hier was auf dem Weg findet und wenn hier dann nichts ist, was er will oder was er braucht, dass er hier dann wieder einfach zurückkommen kann. Sollte an sich eigentlich nicht nötig sein. Wir haben den Großteil der Transitions gesehen. Und irgendwo müssen Varia und oder Gravity auch sein. Und es gehen tatsächlich langsam die Majors aus, die wir in Logik checken können. Jetzt auch Mama Turtle, nicht in Logic. Also wir können es auf jeden Fall mal checken. Und es wäre auch erreichbar mit High Jump Boots. Doch das ist so eine Art CWJ und der ist auch super, super tricky. Wir haben Bomben. Müsste das nicht sein? Oh, doch. Die hat es nichts gesagt. Nichts gesagt. Wir hatten die zwischendurch aufgesammelt. Relativ das Item ist in Logic korrekt. Ja, gut aufgepasst. Und das ist Neatank. Was sonst? Die Morphbomben, die habe ich. Komm, ja, stimmt. Das Item in Logic auf jeden Fall. Springball auch. Ach, was rede ich da? Alles gut. Wir haben jetzt hier definitiv noch die eine Transition nach unten. Anfang von Meridia. Die jetzt eigentlich fast zu Croc führen müsste. Great haben wir gesehen. East Meridia haben wir auch gesehen. Wir haben beide Eingänge zu Lower Norfair gesehen. Also es fehlt eigentlich wirklich nur noch Croc. Und ja. Okay, Croc natürlich mit Plasma Wave. Sehr einfach. Skarsnik entscheidet sich jetzt auch hier. Nope, nix für mich. Ich komme ja nicht weiter. Ich mag es bezweifeln, wie schon erwähnt, dass er hier überhaupt wieder rauskommt mit dem Equipment. Also ich habe es nicht geschafft und ich will es auch nie mehr probieren. Ja. Es gibt jetzt einen Varia gefunden. Sehr schön. So, dann würde ich jetzt behaupten, such mal Lower Norfair. Lower Norfair Play jetzt. Du bist jetzt schon hier, Skipsy könnte den Kampf verlassen, wenn er wollte. Aber hier unten ist nun mal noch ein Item. Wenn du hier jetzt Gravity findest, dann kannst du kurz Dragon machen. Ist ja eh relativ nah. Wobei ich mich jetzt tatsächlich eh schon frage,
Gut, wir haben, glaube ich, den Ausgang rechts zur Mapstation noch unten in West Meridian. Der führte ja irgendwo hin. Meine ich, den hatten wir schon gesehen. Aber an sich musste er hier auch wieder wegkommen, weil wir haben noch keinen Grapple und ohne Gravity ist der Weg nach oben, den Skipsy hergenommen hat, ja, glaube ich, irgendwie relativ schwer machbar. Weil vielleicht mit Springboard. Wir können rechts rüber zum Grapple und dann sind wir wieder in Criteria. Ja, genau. Irgendwo also wir kommen hier auf jeden Fall wieder raus. Ich glaube, das hat er auch auf dem Schirm. Ach, oder du nimmst einfach Gravity. Das gibt's doch nicht. Beides Huts hinterm Crocomayer. Eieiei. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ja, das Bett und Croc. Ja, dann jetzt let's go. Jo. Ready to finish, würde ich behaupten. Jupp, also. Ich meine, ich bin jetzt wirklich kein Super Metroid Expert, aber das wäre auch für mich absolut Goldman. Also wir haben kein Eis für einen Sepetite-Skip. Die können wir aber gut mit 40-30 wegmachen. Also. Ja, also wir haben Charge, Wave, Plasma, also Munition brauchst du für Mother Brain nicht. Von daher, selbst hast du alles zur Verfügung. Ja, du hast genug Powerbomben für sämtliche Metroids. Wenn ich das hinkriege, dann kriegt der Skipsy doppelt so schnell hin. Go-Mode für Skipsy. Beides Jutes hinter Crocomai. Sieht jetzt auch so aus, als ob er vielleicht tatsächlich erst Draken machen wollte, da dass er hier schon doch relativ in der Nähe ist. Ja, Lone Warfare Zugänge haben wir einmal in Criteria, Vanilla Entrance zu Green Brinstar und einmal im Red Tower. Und ich denke jetzt, Routing technisch ist das jetzt da besser, jetzt zuerst Dragon zu machen. War nicht der eine Eingang zu Lower Norfair sowieso extrem in der Nähe zu Tyrion? Von daher das macht einfach nur Sinn. Lower Norfair Back ist im Red Tower ganz unten und Tyrion ganz oben. Also er müsste einmal durch den Tower climben. Ja, von daher jetzt erst Draken machen, dann Lower North versuchen und am Ende dann direkt für Tyrion launchen. Kein Hexenwerk, relativ simples, relativ solides Routing und Skipsy scheint genau das zu tun. Fortune mit Microwave, keine Aufgabe. Einmal blinken und weg ist der Boss. Da muss man halt wirklich schon sagen, ein super angenehmer Seed. Zumindest für Skipsy. Also mit einem sehr, sehr guten Lead. Skarsnix fehlt hier an Informationen und hat jetzt sehr viel Zeit auch durch diesen Rack-Chip-Versuch da. Ach, verschwendet nicht. Man lernt nur aus Fehlern. Ja, es ist tatsächlich. Es ist das eine, wenn man einen Super Metroid Randomizer spielt, aber eben der Area-Modus, der Area-Shuffle. Speziell der Full Area Shuffle, der kann halt eben nochmal komplett anders sein, wenn man den nämlich so gewohnt ist. Ja, dann bringt dich vor allem auch in zusätzliche Situationen, die du so einfach noch nie gesehen hast. Genau. Immer sehr equipment-spezifisch, wie man die angehen kann. Sind sie in Logic? Kann ich es trotzdem machen? Wie viel Sinn macht das? Ist es langsam oder ja? Ja, auch das nicht. Etwas unglücklich hier beim Crate Pickle. Ja, bleibt ebenfalls einzubringen. Ja, es gibt sie ein bisschen zu wenig, die Mikrowelle bedient. Braucht den zweiten Ansatz gegen Draken. Aber kein Grund mehr, irgendwas zu checken. Einfach hoch zur Tür, sofort wieder raus.
Könnte Eis sein, könnte Space Jump sein. Ja. Ist es der Zeitaufwand wert? Holt man das wieder rein? Ja, am Ende ist es eh nur ein E-Tank und dann hast du zwei extra Door Transitions. Braucht nicht. Ich denke mal, gerade auch jetzt mit Wave und Spacer werden wir vielleicht mit all diesen E-Tanks auch ein Stand-Up sehen. Wir werden sehen. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt ohne Full Beam. Also ich denke, mit Wave und Plasma lohnt es sich von dem, was ihr gehört, auf jeden Fall. Und zumindest wenn du es solide kannst. Wenn du natürlich da immer ein bisschen rumprobierst, dann eher nicht mehr. Aber also ich glaube, wenn du nur Eis hast oder nur Wave, dann lohnt sich das Stand-Up nicht. Aber ich denke, zumindest für Skipsy mit diesem Setup würde es sich doch schon lohnen, weil Eis macht jetzt nicht so viel extra Damage. Aber es hat natürlich nicht so viel Time-Safe, wie es sein könnte. Ah, und auch immer die Gefahr, dass man im Stand-Up kann doch immerhin was passieren. Okay, wir haben X-Ray, das heißt, wir können uns aus dem Force Crouch wieder rausholen, aber wir werden sehen. Es hängt dann so ein bisschen an Skipsy. Ich weiß nicht, wie gut er seinen Gegner kennt. Skipsy hat ja doch relativ solide gespielt hier. Hat den Seed, würde ich sagen, ganz ordentlich getroffen. Ja. Von daher, wenn er jetzt so ein bisschen davon ausgeht, dass er vielleicht jetzt nicht ultra risikoreich spielen muss, dann sollte er hier auch nicht unbedingt sich genötigt fühlen, halt ein Stand-Up zu probieren, wenn er sich nicht absolut sicher ist. So viel Erfahrung hat Skipsy. So, diese Transition hatten wir gesehen, deswegen hat Skipsy nicht gecheckt. Never mind. Ich bezweifle gerade, dass das zu Lower and Offer führt. Nee, das ist der Weg nach Criteria, glaube ich. Nee, alles richtig. Genau, und jetzt hoch rechts und dann geht's Lower and Offer back. Doch, korrekt. Ja. Also, genau, das war ja der Eingang, den Skipsy halt aus der Logik gecheckt hatte. Dann war es natürlich, kommt er hier direkt zurück. Und hier jetzt Lower and Offer. Genau, kann nachher den gleichen Weg auch zurückgehen, ist dann im Red genau, Tower. Den gleichen Weg, genau, einmal Red Tower hoch und dann sind wir auch schon in Turian. Genau. Ja, wir hatten den anderen Eingang zu Lower North ja auch gesehen, aber der war Criteria, genau. Ja, das ist weit weg. Hier kann man auch gut Hits tanken. Wir haben ja fast alle E-Tanks. Also da kann jetzt kaum was schief gehen. Keine Probleme mit irgendwelcher Munition oder so. Im Notfall haben wir Springball und Morph Bombs. Einmal kurz durchlaufen. Genau, ohne Morph-Bomben sind es 5 Powerbomben, um nach unten zu kommen und hoch wieder 6. Aber irrelevant, da wir Morph-Bomben haben und Springball, wie du gesagt hast. Oh. Wir sind zu weit vorne angesetzt hier in der Bark. Den nicht diagonal. Ich wusste leider nicht dahin gehen wollte, aber. Immer wieder schön zu sehen, jeder, der Super Metroid spielt, das passiert einfach zu oft. Gerade die Inputs da mit R zu morphen, die sind jetzt nicht gerade super free. Man muss da erstmal initialisieren, da muss man Sprung drücken und dann hat man, glaube ich, irgendwie 5 Frames Zeit, in eine Richtung zu drücken oder so. Und da passiert es durchaus mal gerne, dass man einfach nur in die Decke saust. Ich liebe es zu sehen.
Ja, da liebe ich mir dann dann doch die etwas späteren Spiele, speziell Metroid Fusion oder so, wo du dann halt deine Respins in der Luft wieder machen kannst, wo du die Sparks einfach viel besser halten und dann doch in die Richtung laden kannst, die du möchtest. Ja, da ist Super Metroid dann doch einiges anspruchsvoller, was die Execution angeht. Ich meine zu behaupten, dass diese Features auch drin sind, die einfach nicht erlaubt sind jetzt in diesem Tournament, aber so Respins kann man ja auch anmachen, wenn man auf der Seite sich ein Seed rollt. Ja, aber es ist halt keine Mechanik, die jetzt im Spiel oder im Spiel eigentlich enthalten wäre. Das stimmt. Ja, man kann da natürlich einiges dann noch zuprogrammieren, wenn man wirklich wollte. All diese Features, aber... Apropos Fusion, gibt es da eigentlich auch einen Randomizer? Ja, tatsächlich. Okay. Ist noch nicht ganz so alt, tatsächlich, aber da gab es tatsächlich letztes Jahr auch schon ein Turnier zu. Glaube ich im Moment die Version 0.11.4 oder so. Update irgendwie vor 2-3 Monaten das letzte. Aber es gibt einen Fusion Randomizer, ja. Interessant. Oh. Ach, schade. Wollte es gibt sie für ein Raceland Revisit bei Select Excellence gehen. Leider nicht ganz so einfach, hat den Ceiling Clip into Damage Boost bekommen. Da hat es leider dann am Short Charge ein bisschen gemangelt. Also war auch super tricky. Ja, es gibt sie, spielt jetzt hier tatsächlich so ein bisschen für die Galerie. Also, wenn man sich mal anschaut, was Super Metroid Speedrunner auf absolutem Weltklasse-Niveau alles aus diesem Spiel rausholen. Also ich meine, wer vielleicht bei GDQ war jetzt letzten oder jetzt gerade am Ende noch von Oats and Goats da, der Kaizo Super Metroid dran. Also der war ja nun total krank, was da alles passiert ist. Aber generell, wenn man sich anschaut, was Leute aus den Vanilla-Mechaniken in diesem Spiel machen und in Räumen hinzaubern. Da kriege ich ja teilweise nicht mal die Hälfte von dem hin, was die alles in einem Raum probieren. Ich glaube, das ist ein Forfade von Garsnik. Es sieht stark danach aus. Ich meine... Entweder eine super lange Klopause oder... Nee, also wir haben ja den Mark oben auch schon. Das Garsnik hat jetzt eben dann doch forfeitet. Wir haben es gesehen, hat einfach ist nicht zurechtgekommen mit dem Seed, hat sich einfach verzettelt, kam nicht vorwärts, nicht zurück und ja. Alles einfach passiert. Unglücklich gelaufen. Jo, gerade in Full Area gang und gäbe, dass man sich da mal in was reinzettelt. Dann ist man im Race und weiß so, ich bin hier unter Druck, ich muss hier was tun und nichts geht voran, alles was ich checke, funktioniert irgendwie nicht. Hat glaube ich jeder schon mal erlebt. Ja, also es war definitiv nicht der einfachste Sieg per se, wenn man jetzt noch nicht viel Super Metroid gespielt hat. Also war relativ früher für ein Toon, den man machen sollte, für E-Tags für Hellrons. Genau. Cool. Oder. Wobei eigentlich auch nicht. Theoretisch hättest du ja Red Brin oder Green Brin relativ früh erreichen können. Wir hatten ja Speedbooster von quasi Anfang an. Powerbomben. Ja, so. Ich glaube, Phantom musste man nicht mal zwingend machen. Das Ding ist, nach Bubble Mountain zu kommen, ist mit Speedbooster gerade super einfach, aber da musst du ja dann auch erstmal an die Items kommen und da musst du erstmal die Transitions checken können. Das ist dann mit 4-5 E-Tanks zwar machbar, aber... Ja gut, technisch gesehen brauchen wir in Upper North ja, aber eigentlich auch wirklich nur die Transitions. Was waren das da? 5 E-Tanks oder 4 E-Tanks und Bomben, die wir am Ende gar nicht gebraucht haben.
Aber natürlich, es sagt sich jetzt halt auch aus Kommentatorensicht immer sehr leicht. Ne? Ich glaube, im Endeffekt war der Weg zu gehen mit High Jump und Springball und einfach in West Meridia zu droppen, Crocomire zu finden, beide Suits zu bekommen und glücklich zu werden. Ja, quasi. Gut, Phantoon hatte halt Charge, was alles nochmal sehr, sehr viel angenehmer gemacht hat so früh. Metroid Rooms mit Powerbomben, da wir kein Eis haben. Aber wir haben genug Leben, genug Powerbomben, genug Munition. Jo, die brauchen 5 Hits, das heißt 3 Powerbomben, sofern 2 davon Doppelhitten. Da wir so viel Leben und beide Suits haben, kann sich Skip sie auch beruhigt einfach grabben lassen. Damit kann er sicher gehen, dass die Powerbomben doppelhitten. Macht das Ganze halt relativ angenehm. Baby Skip Attempt, ich glaube ja. Versuchen kann man's. Wenn es nicht klappt, dann klappt's nicht. Sieht gut aus. So ein bisschen weiter vorwärts kommen. Einen noch. Und? Ja, sehr schön. Spart den Refill. Wenn der Reserve Tank voll ist, können wir auch noch einen Stand-Up sehen. Ich meine, technisch gesehen, wenn du No-Hit schaffst hier in Tyrion, würde das immer noch viel sein. Also ich meine, wir haben beide Suits. Meine Stand-Up? Ich komme jetzt gerade durcheinander. Für ein Stand-Up brauchen wir 7 E-Tanks. Dann ist die Frage, ob er Varia ausziehen mag. Ich denke nicht, dass Gipsy für ein Stand-Up geht, wenn er Varia anlässt. Also, er meinte mal gesagt zu haben, das macht man nur, wenn man hier 4 Jahre dabei ist. Wir werden es sehen. Sagen wir mal so, Gipsy weiß zu diesem Zeitpunkt bereits, dass Skarsnik aufgegeben hatte. Also es besteht für ihn absolut kein Grund mehr, hier irgendwie großartig irgendwelche fancy Sachen anzugehen. Einfach sicher zu Ende spielen. Die Devise sein. Von daher, ich glaube nicht, dass wir ein Stand-Up sehen. Es ist einfach nicht wirklich nötig. In der Ketchup-Phase. Wave Plasma macht das Ganze relativ angenehm. Sollte eigentlich durch seine Kram. Jawohl. Mal runter damagen. Wir haben beide Suits. Hier auf Nummer sicher. Er sagt sie, ich nehme Scheiß auf die 20 Sekunden Timesave. Ich gehe hier auf Nummer sicher. Es wären, glaube ich, nicht die vollen 20, wie gesagt, Ice Beam fehlt, aber. Das stimmt. Ist jetzt auch nicht so ein großer Teil, der da fehlt. Also wären vielleicht immer noch so 10, 15, die man da rausholen könnte. Sehr schön, Mother Brain 2 tot, kann man erst mal gucken. Racetime.gg, hat der andere schon gefinished? Nein. Kann man sich noch zusätzlich nervös machen?
einmal noch mit dem Hyperbeam treffen, am besten. Genau, letzte Phase, Mother Brain 3. Danach gibt's ins Escape. Versucht Mother Brain hier so ein bisschen zu stunlocken, dass Mother Brain nicht mehr angreifen kann. Jetzt sehr schön im Rhythmus drin. Ist man einmal drin, klappt's, immer schwer reinzukommen. Und dann jetzt noch einmal Richtung Schiff, während der Planet explodiert. Ja, bleibt hier ein bisschen an den Türen hängen. Kann man mit sehr gutem Timing gerade eben so durch den Raum durchkommen, ohne dass man an den Türen hängen bleibt. Hier zu sehen mit Speed Booster wesentlich schneller das ganze Escape, zweimal einsetzbar. Walljumps wollen gerade nicht so wie Skipsy will. Passiert natürlich immer. Der schöne Moonfall. Jetzt noch einmal den Speedbooster aufladen. Ja. Ganz nach oben boosten. Dann sind wir schon im vorletzten Raum. Jetzt können eigentlich noch die Animals holen. Also, die wollen auch leben. Könnte er, aber es gibt sie, sagte wow. Ich. Na. Wow. Muss nicht fancy werden, aber ja, da ist der Touchdown auf dem Schiff. Gibt sie. Beendet hier das Race mit einer offiziellen Zeit von 1 Stunde, 10 Minuten und 36 Sekunden. Holt sich den Sieg. GG. Schauen wir mal, ob er hier auch zum Interview vorbeikommt. Da ist er auch schon, ja. GG, Skipsy. GG. Dankeschön, Dankeschön. Ja. War spannend. Ja gut. Sehr viel Angst, muss ich dazu sagen, als ich Varia und Gravity gefunden habe. Das hat man sehr, sehr früh erreichen können. Also da gibt es durchaus Grund für Angst. Das ist egal, welchen Gegner man hat. Das war ja West Meridia, war mit Green Brinster verbunden und zu dem Zeitpunkt hatte ich High Jump und Springball. Das heißt, ich hätte da durchaus lang gehen können bei West Meridia. Ich habe mich aber dagegen entschieden und ja, war schwierig. Ja, da du zu dem Zeitpunkt des Crap-Hole schon wusstest, dass es wieder zurückführt, hättest du eigentlich ungeniert einfach droppen können. Aber ja, in einem Seed geht immer viel durch den Kopf. Ich weiß nicht, wohin das Crap-Hole geht. Das Crap-Hole führt zu Criteria. Okay. Nee, das wusste ich nicht, weil ich diesen Eingang von Criteria nie gecheckt habe. Doch, hast du. Nee, habe ich nicht. Ich habe die Entrances auf deinem Screen getrackt und ich habe den Entrance, also hast du es gecheckt. Aber ja, viel passiert immer in einem Spiel. Man, warte mal, Crap Hole, das ist... West Meridia unten rechts. Ja, West Meridia unten rechts ist bei mir grün und das habe ich noch nicht getrackt. Okay. Also wirklich jetzt, ich... Sorry. Alles bei gut. Bei Criteria alles bin gut. Ich bei Speed Booster, bin ich direkt nach rechts. Ich wusste, dass da noch ein Eingang war. Ich wusste nicht, wohin das zurückführt. Es hätte auch nach East Meridia führen können. Oder zu dem Zeitpunkt, für Upper Norfair, dann ich hatte Speed Booster, da wäre ich auch rausgekommen. Ne? War immer schwierig, West Meridia zu droppen, wenn man nicht weiß, ob man jemals wieder nach Hause findet. Ja. Ich glaube, ich hatte aber gespeichert gehabt im Schiff. Also es wäre eigentlich ein... Ja, es wäre halt nochmal Green Brin geworden, ne?
Im Nachhinein ist man immer schlauer. Was ist dir durch den Kopf gegangen? Super viele E-Tanks. Einerseits für Hellruns, High Jump und Springball. Einerseits für Suitless Meridia. Suitless Meridia hatte ich so ein bisschen Angst davor. Ich war auch ja erst kurz in East Meridia. Hat mir gedacht, mal kurz reinschauen. Theoretisch könnte ich mich in das Sandhole droppen lassen. An Botwun komme ich dann nicht vorbei, aber das Sandhole wäre halt auf alle Fälle da gewesen und ich hatte da schon ein bisschen Angst davor. Also ich komme da nicht so gut wieder raus. Darum auch immer die Roll-Saves nutzen, also wirklich gerade am Anfang, wenn man keine Übersicht hat, einfach diese Saves auch nutzen. Ja, ist ein Time-Loss, will man nicht haben, aber dann wegen einer Entscheidung halt mehrere Minuten an Progress zu verlieren, ist halt dann noch mehr Time Loss, als einfach die Saves zu nutzen. Ich hatte noch einen Roll-Save in Upper Norfair hatte ich einen auf der rechten Seite. Also dann hätte ich sowieso nochmal den E-Tank von High Jump oder so geholt. Oder das wäre jetzt nicht so toll gewesen, aber das hätte man rein theoretisch machen können. Also wenn man jetzt nicht weiß, dass beide Suits da sind, man kann das sehr glücklich hinfinden. Und ich denke mal auch, ich hätte gegen viele da auch verloren dagegen. Und ich hatte auch Angst, dass ich gegen Skarsnikus damit verliere. Aber man macht dieses Gamble, denke ich, auch nicht so früh, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt. Weil man hat Red Brin noch das eine Item offen. Ja, man hat noch Green Brin ist man gerade am machen. Dann die ganzen Items in Upper Norfair. Dann Criteria komplett gecheckt gehabt. Skarsnik hat sich leider selber ins Ausgeschossen, so wie ich gestern in meinem Seed. Er kannte den Rackchip-Vordereingang noch nicht. Hat dann den Backeingang gefunden. Ist da rein ohne High Jump mit Springbone only. Und ja, ist da mehrere Minuten daran gescheitert, da Fortschritt zu bekommen. Und hat es dann leider auch nicht mehr zurückgeschafft. Wobei aus dem Chat von Derksu kam, dass es einen Weg gäbe, rauszukommen mit den Morphbomben. Den kannte er leider nicht. Da hat er dann schon mal gut an Zeit und Progress verloren. Und ja, leider hat es für ihn mit dieser Area-Konstellation nicht so gepasst. Also da hast du schon das Glückliche losgezogen. Klar, im Nachhinein ist man immer schlauer und wenn man direkt weiß, dass man Croc da anspielen kann. Aber ja, hast schon mal erlebt, dass beide Items in Major Minor hinter Croc liegen. Also beides Suits, meine ich. Nein, habe ich noch nicht erlebt. Es gibt immer eine neue Situation. Ja, und wie du es gesagt hast, also dein Routing war schon relativ sinnvoll und zu dem Zeitpunkt da runter zu droppen, das wäre schon gewagt gewesen. Also ich glaube, da hätten sich viele tatsächlich auch eher für die vielen Items in Green Brin und dann in Upper Norfair entschieden. Ja, kann man ja nicht ahnen, dass das alles E-Tanks sind. Eine Sache bin ich noch stolz, dass First Try Speed Zip geklappt hat. Das habe ich viel gepracticed und bin froh, dass es im Race-Setting auch direkt geklappt hat. Das habe ich leider gar nicht mitbekommen. Ich war fasziniert vom Baby-Skip. Ja, der muss auch sitzen, wenn man Any% macht mittlerweile. Aber hat sicherlich Zeit gespart, dieser Speed Zip. Ah, du wärst ja auch gut zugange gewesen ohne, also Munition war da, Wave Plasma Charge war da. Ja. Aber generell muss man auch sagen, hast eigentlich relativ gute Execution gezeigt, also einige Sachen, die man durchaus nicht unbedingt von jedem sehen kann und erwarten würde. Ein bisschen schade, dass das Wasteland dann am Ende nicht perfekt geklappt hat. Oh, das Wasteland. Aber das muss man noch ein bisschen. Das ist fast unmöglich, perfekt zu spielen. Sehr schwer. Da muss man echt schon sagen,
bist du schon auf einem sehr, sehr guten Niveau, was das angeht, und hast es heute auch zeigen können. Danke, danke. Ja, ansonsten... Jo, dann steht jetzt Gipsy, lass mich raten, 2-3? Genau, 2-3. Und Skarsnik 3-2? Auf das neue Bracket musste ich noch gedulden bis nächsten Sonntag, bis alle durch sind. Ich weiß gar nicht, was der Modus für nächste Woche ist. Das habe ich noch gar nicht auf dem Schirm. Der nächste Modus nächste Woche wird Chozo sein, es wird Boss Rando sein und es wird Area Rando sein. Bin okay. Ziemlich sicher. Ich überprüfe nochmal diese Aussage. Könnte auch nochmal schauen. Wir haben ja auf der Gegenseite auch. Ja, es ist Light Area. Okay, Light also, Area. Aber Chozo, also, Boss Rando und Light Area. Also noch ein bisschen anders als heute. Die Woche spielen wir Full Area, haben wir nächste Woche Light Area. Das heißt, die Entrances zur Areas sind immer noch geschaffelt. Jedoch, ich weiß gar nicht, wie man das richtig erklären kann. Also, auch die Vanille, also die Eingänge, die du findest, sind auch die Vanille-Eingänge. Du hast zum Beispiel in Criteria, hast du ja Vanille, zwei Eingänge nach Green Brin. Die wirst du auch im Light Area Rando haben. Aber und geschaffelt. Hast einen Eingang nach, genau, hast einen Eingang nach Turian. Der ist dann auch, also wenn du vier Eingänge schon gecheckt hast, zwei führen nach Green Brin, einer führt nach Wrecked Ship und einer führt nach Red Brinster, dann weißt du automatisch, dass der letzte Eingang nach Turian führt. Also führen die Transitions immer auch dahin, wo sie Vanilla führen, aber sie sind untereinander geschaffelt in dieser Area sozusagen. Genau. Okay. Wollen wir uns auf die dann, nächste Woche? Ja, denke auch. Hat mich Dex so falsch informiert. Dex hatte mir geschrieben, dass normaler Area Random ist. Ich muss gestehen, ich mag dieses Area-Zeugs auch einfach nur aus diesem Aspekt raus, dass wenn du einen Major Minor oder einen Chozo oder vielleicht auch einen Full Countdown auf normaler Non-Area spielst, ist es schon hart Execution-based und gerade jetzt in diesem Full-Area-Shuffle kann es auch mal sein, dass dir zum Beispiel ein kleines Wunsch mit 10 Minuten Execution-Differenz zu Skipsy halt doch auch was reißen kann, indem ich einfach das bessere Routing habe, besser aufgepasst habe, wo es hingeht. So, ich finde es sehr interessant, das immer zu sehen. Full Area, muss ich gestehen. Super ja, Fan von. Es öffnet auf alle Fälle die Türen für mehr Runner. Also die man fühlt sich, man kann auch gewinnen. Wenn man die Glücklichen auch, also wenn man jetzt zum Beispiel auch den Dieb genommen hätte und darunter getroffen wäre mit einem vernünftigen Speichern. Also da kann man, es hat mehr Rando-Faktor und lädt dadurch mehr Leute halt ein, auch das mal auszuprobieren, auch im Race-Setting. Jo. Ich glaube, das war's dann, oder? Gibt es hier auch noch irgendwelche letzte Worte? Ja, ich danke euch auf alle Fälle. Ich danke dem Chat und euch Zuschauern. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Ich hoffe, der Tracker hatte auch viel Spaß. Ich glaube, das war Incompetent Perfectionist. Korrekt. Ich denke mal, der hat für beide getrackt. Jawohl. Und danke an euch nochmal, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und Dankeschön. Jo, dann nehme ich mal das letzte Wort in den Mund und sage danke fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir noch andere Races auf Speed Gaming Deutsch. Ansonsten bis Woche 6. Und wie man so schön sagt, see your next mission. Bye, bye. Your next mission, bye.